Voll verschrocken von unserer kleinen Dreckschlange. Schmuckkästchen. Mal gucken, wo da rein. Da müsste dann dieses Metallobjekt drin sein. Jawohl. Gott, mir Hans. Der Steinring. Ein Familienfoto und Notizen. Auf der Rückseite steht etwas geschrieben. Progenitor-Virus gegeben. Jessica, Virustyp A. Plasmolisierung von Gewebe nach Zellaktivierung. Virusfusion negativ. Aktion eliminiert. Lisa, Virustyp B. Plasmolisierung von Gewebe nach Zellaktivierung. Virusfusion positiv, aber verzögert. Körperliche Veränderung. Konstante Ergebnisse beobachtet. Status Schutzbeobachtung dauert an. George, Aktion terminiert. Jemand hat ein Tagebuch hinterlassen. Seit der Spritze ist mir schwindlig. Mami ist verschwunden. Was haben Sie mit ihr gemacht? Sie hat mir versprochen, dass wir zusammen flüchten. Sie ist ohne mich entkommen. Hat sie mich verlassen? Ich habe Mami gefunden. Wir haben zusammen gegessen. Ich war sehr glücklich. Aber sie war eine Fälschung, nicht meine echte Mami. Dasselbe Gesicht, aber anders innen. Muss Mami finden. Muss Mami Gesicht wiedergeben. Ich habe Mamis Gesicht zurückgeholt. Niemand bekommt meine Mami außer mir. Ich setze ihr Gesicht auf, damit sie nicht weggehen kann. Mami traurig, wenn ich sie ohne ihr Gesicht finde. Aus Kasten strömt Duft von Mami. Echte Mami in Kasten? Kasten steinhart, tut weh. Stahl sei im Weg. Kann Mami nicht sehen, weil vier Steine. Ja, die Story von diesem Zombie ist schon ätzend, ey. Also von dieser... von dieser Zombie-Frau. Weil eigentlich ist sie hier nur... Also es ist voll traurig. Eigentlich ist sie hier... Sie kann ja einfach nicht sterben und sie sucht einfach verzweifelt ihre Mami. Und jetzt will ich wissen... Du dämlich, ist mir scheißegal. Hier liegt irgendwo was drin. Oh, das gibt's denn nicht. Es muss hier einfach was drin liegen in dem Raum. Drücke auf A, hier ist, ich glaube hier im Wasser war, glaube ich, aber ich bin mir hundertprozentig sicher. Problem ist, man sieht es auch so richtig schlecht. Auf jeden Fall, der Raum ist rot, hier ist noch irgendwo was drin. Da zählt der Raum da oben drauf A dazu. Ach komm, scheiß drauf. Grünes Kraut mitnehmen. Ja. Einfach verwendet, weil die Schlangen uns jetzt zweimal erwischt haben. Oh, blaues Kraut mitnehmen. Oh, ich hätte es auch kombinieren könnten. Ja. Okay, das war alles für die Katz mit den Schlangen. Ich dachte, da wäre noch irgendwo was im Wasser. War aber nicht. Dann gehen wir jetzt hoch. Draußen. Ja, stimmt, jetzt bin ich hier. Okay, wunderbar. Bei mir Zeug. Das kann wohl nicht, dass du noch alles hinlehnen soll. Die Magnum holen wir mit, das holen wir mit. Das, jetzt brauchen wir die Metallobjekt. Das brauchen wir jetzt alles. Kombinier doch mal das Blau mit dem Rot-Grün. Ja, das hätte ich könnten machen, das stimmt. Ja.
Aber wie gesagt, da war jetzt gerade eine Kiste. Also. War jetzt nicht so dramatisch, aber im Prinzip hast du recht gehabt. Oh nee. Irgendwo steht da immer. Ah, da. Alter, brutal. Ich wollte schon gerade sagen, der fällt gar nicht mehr um. Muss man jetzt mehr hin. Die lasse ich alle gar jetzt links liegen. Allen gar. Auch allen gar. Vorbeigeschlich. Du Radde. Komm hier überhaupt alle gar her. Da war vorhin alles leer. Aus den Gräbern emporgestiegen. Oh, jetzt kommt die Alt und hoffentlich schaffe ich, dass Barrys überlebt. Wäre schade, wenn nicht. Aber ich glaube, man hat da nicht immer so Einfluss drauf. Ich weiß gar nicht genau. Es gibt so viele verschiedene Enden in dem Spiel. Dass alle gar im Helikopter hocken, dass nur noch sie im Helikopter hocken. Mit Chris, ohne Chris. So, haben wir das doch mit. Müssen wir in die Halle. Dafür gehe ich oben rum am besten. Da haben wir nämlich die Räume, glaube ich, sauber gemacht. Ja, da habe ich die Zombies vorhin umgelegt. Oh, mir stehen die nicht nochmal auf. Ich habe nämlich extra noch gesagt, oh, da muss ich nämlich durch. Die verbrennen wir nicht. Aber ich muss doch durch. Speichern wir doch mal einen. Ich glaube, in der Nähe von der Alt kann man nämlich gar nicht mehr speichern. Drei Enden mit einem Chris Redfield. Ja, es gibt einen Haufen Enden. Also es ist wirklich... Ich weiß auch gar nicht, ob ich schon alle hatte. Also der Speedrun, das war unter 3 Stunden, ne? Glaube ich mal. Das gab's ja. Ich gerade überlegen. Ah, ich wollte kurz Ink Ribbon holen. Und dann gab es noch optional vom Gamecube, auf der Gamecube-Version gab es ja dann noch unsichtbare Gegner. Den Spaß hatte ich mir Armorgin zu spielen, also es war sehr toll. Ist aber alles, wie gesagt, schon eine Zeit lang her. Also Speedrun hin oder her, das da wird und sollte auch gar kein Speedrun gehen. Ich hatte einfach nur nochmal Bock auf das Spiel. Sonst müsste ich das Spiel jetzt wirklich nochmal dreimal durchspielen, dass ich nochmal wisst, wo alles liegt. Und das ist mir der Aufwand einfach gar nicht mehr wert. Ich will einfach nur nochmal genießen. Es ist eins meiner Lieblingsteile. Also die sind alle gar gut, ne? Aber den Enza, den hab ich. Den spiele ich heute immer noch sehr gerne. Ja, die Enden sind dann auch das Gleiche, ja. Nur ich weiß manchmal gar nicht, was man machen muss, für welches Ende zu kriegen. Das heißt, manchmal zum Beispiel am Anfang, wenn man die Schrotflinte zum Beispiel zum ersten Mal kriegt. Die
lassen wir jetzt. Muss ich jetzt vorhin doch verbrennen sollten, aber egal. Genug Heilung, kommen da gut durch. Ja, auf unser Gespräch zurückzukommen. Ja, wenn man zum Beispiel die Schrotflinte holt. Manchmal rettet Barry N, manchmal nicht oder so. Das sind so Sachen, ich weiß gar nicht, wie man die beeinflussen kann. Ich hab doch schon alle möglichen Szenarien gehabt. Vielleicht kommt es dann einfach nur wirklich auf die Zeit an, wie schnell man in dem Spiel ist oder wie gut man ausgerüstet ist. Ich weiß es nicht. Das kommt auf den Durchlauf an. Ja, was kommt es drauf an in dem Durchlauf? Das ist ja die Frage, die ich bis heute mir nicht beantworten kann. Nur auf die Zeit, kommt es rein nur auf die Zeit an oder kommt es auch drauf an, wie viel Munition man verschwendet hat oder wie oft man getroffen ist? Jetzt zum Beispiel kommt Barry einem helfen oder nicht? Ah, eine alte Schreibmaschine. Aber ich habe keinen Farbband, okay. Jetzt gucken wir mal. Ach, da ist Kiste und alles. Oh, da hätte ich auch hier speichern können. Aber brauchen wir nicht. So, falls Barry mir jetzt nämlich zur Hilfe kommt, will ich, dass er überlebt und lehne dann mit der Magnum. Lehne die Alt mit der Magnum um. Aber man kann sie auch töten, indem er einfach nur die vier Steine runterstupst. Okay, egal. Jetzt bin ich mal gespannt. Hat man Barry zuerst in der Halle angetroffen. Bloß nicht die Schrotflinte holen. Ah, okay, okay. Zum Beispiel Barry rettet nur einen, wenn man direkt am Anfang in den Schrotflintenraum reingeht und ihn nicht in der Halle angetroffen hat. Ach, so ist das. Okay. Guck mal, das sind so Sachen. Es ist zwar alles passiert bei mir, aber ich wusste nie, wie das ausgelöst wurde. Dann bin ich mal gespannt, was jetzt passiert mit Barry. Und wer hat Durchfall? Durchfall? Naja, nee, hier gibt es keinen Durchfall jetzt. Jetzt kommt doch die Alte. Jill, you're alive. I was worried, because I thought you were... Start talking. Calm down. I didn't want to do it. Believe me, I can explain. Don't lie to me. So, was machen wir? Geben wir die Waffe zurück oder nicht? Ja, wenn ich ihm jetzt die Waffe nicht gebe, sterbt er. Wenn ich ihm jetzt die Waffe gebe, überlebt er. Oder bin ich doch falsch? Ich will ja auf jeden Fall, dass er überlebt, also gebe ich ihm die Waffe. Und dann habe ich halt nicht die geile Barry Magnum, weil das ist die stärkste, aber die braucht man nicht. Ja, mit Barry. Ja, so schnell bin ich nicht. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, ich war mal so schnell, aber das bin ich nicht mehr. Er kriegt sich seine Waffe. Jetzt müssen wir diskutieren, Freunde. Ja, eigentlich das Ende mit Barry. Da müssen wir mal gucken, wie wir es jetzt machen. Er kriegt jetzt die Waffe. Würde mit dem Raketenwerfer gehen. Ich habe keinen Raketenwerfer. Okay, er kriegt jetzt die Waffe. Fertig.
next you. Mach doch, was macht die dann? Oh, die hat mich doch runtergenusst. Einfach so abgehört und nicht. Sie hat nicht aufgehört zu schieben. Also, sie hat aufgehört zu schieben auf Emo. Ganz toll, Alter, ganz toll. Können wir den Dreck wieder laden? Weil sie aufgehört hat zu schieben auf Emo. Geschoben und dann nichts mehr. Oh, jetzt bin ich noch mal ganz da. Dämlich. Naja, können wir machen. Steckt man nicht drin. Nicht da nochmal hinrennen. Da oben stehen nochmal die Zombies auf. Geh mal auf die Eier. Komm ich da jetzt so gut durch wie vorhin. Wahrscheinlich jetzt eher nochmal nicht. Mario stirbt direkt, wenn man einschaltet. Ja, schön. Ne? Schön ist das. Guten Abend. Direkt wird der Wutbarometer ein bisschen hoch, wenn immer was nicht klappt. Hält mich jetzt. Kann ich da nochmal speichern, damit ich den dämlichen Weg gleich nicht noch zum 10. Mal laufen muss. Und du machst die Dinger da jetzt drin. Dann kommt die Unterhaltung mit Barry. Die trick ich jetzt aber diesmal weg. Die lassen wir jetzt nicht 10 Mal laufen. Welche, was für Kostüm? Mein Phasenkostüm. Das ist ohne in der Wäsche. Damit das ganze Bier und so nicht auf Dauer da inziehen tut. Das speichern wir nochmal. Sau unnötig, aber machen wir trotzdem. So, also für die Büsche eh direkt tot, also brauche ich den ganzen Krammers doch nicht. Ich versuche es einfach mal so schnell wie möglich. Mal auch mal die Macke um in die Hand holen, ne? Statt die Pistole. Puh. Gucken, ob es jetzt klappt mit der Alt. Direkt links rennen. So, die Szene überspringen wir jetzt, das kennen wir ja. Barry, die Pistole zurückgeben. Ja. Thanks, Jill. Mann! Was macht sie dann? Schieb doch mal den Stein jetzt. Na toll. Mann! Ja, toll.
An Angst stirbt man nicht, ja, aber an schlechter Programmierung. Tausend Mal da gegen die Wände rennt. Statt nur immer den scheiß Stern in die Hand zu holen. Eigentlich ist das Farbband dabei, natürlich, weil man das jedes Mal wieder zurück in die scheiß Kiste lehnen muss. Sonst hat man nämlich keinen Platz mehr im Inventar, wenn man irgendwas wertvolles will. Ah! Lest du mal irgendwo ab! So viel Zeit kann man doch nicht warten, ey. Oh, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich behalte die Magnum. Der schießt hier sowieso nicht, der Trottel. Warum soll ich ihm nicht die Waffe geben? Warum? Warum nicht? Ich brauche Begründung. Ohne Begründung tritt er so. Der hat kein Aim. Ja, aber der kommt doch später nochmal, oder? Ich will einfach nur, dass er überlebt. Das ist das Problem. Der Bastard. Jill. You're alive. Halt dich fern von der Tussi, die ist gefährlich. Ach nee. I was worried, because I thought you were. Start talking. Calm down. I didn't want to do it. Believe me, I can explain. Don't lie to me. Warum? Wieso? Wieso? Ich weiß nicht. Er kriegt sie nochmal. Emo kriegt er sie noch. Beim nächsten Mal, wenn er es nochmal daneben schießt, kriegt er sie nicht mehr, wenn ich da drauf gehen. No time to talk. Jill, hand me my gun. So. Thanks, und jetzt ab. Und jetzt schieb den blöden Stern endlich. Wow. Warum schiebt sie denn da nicht? Er rennt dagegen und macht einfach nichts. Jetzt, wenn der Barry tot ist, starte ich sowieso neu. Ei und ab. Neustart. Fertig. Das Ende will ich nicht. Mach doch mal neu. Den dämlichen Stein nicht wegschiebt. Einfach dagegen rennen. Könnt mir der Arsch auf Grundeis gehen, ey. Mann! Gib mir das so auf die Nüsse, ey. Verfickte Dreckskacke. Schokolade wie Haubitz jetzt. Warum schiebt sie jetzt die dämlichen Stehen? Und Barry muss überleben, sonst ohne Überleben von Barry ist hier nichts drin. So, überspringen und feuerfrei. Thanks, Jill. Gott sei Dank. Ah,
was macht denn der Wichser da hinten? Steht am Gott, lotzt der zu oder was? Man nennt einen Schuss mit seiner Magnum hat er abgehen. Meine Fickfresse, ey. Was man doch alles machen muss, für die scheiß verfickten NPCs da zu retten, ey. Jedes Mal. Ich bin gespannt, wie oft ich den Scheißgang da heute oben noch runter darf. Hätten wir eh mal schießen könnten, dann wäre die Altmama vom Leib geblieben. Nee, Barry kann da nix. Barry kann gar nix. Gibt mir gerade so auf die Nüsse, ey. Ich hätte da nur Heilung gebraucht oder irgendwas. Ich hätte mich mal heilen können, irgendwas. Dann hättest du es überlebt. Aber nee. Komm, schwätz nicht. Mach. Himmel, Arsch und Zwirn. Was macht sie dann? Die ist so dämlich. Der schiebt den Stein nicht da weg. Der macht es nicht. Der muss akkurat vorne dran stehen. Gott sei Dank. Dankeschön. Sorry. Obwohl es ja wirklich traurig ist. Dann findet sie ihr Mutter und dann, ja. Geil, okay, ich hab aber nichts verbraucht. I don't believe that thing's really dead. Leave this place up to me and go on ahead. Okay. Geh du mal vor, Jill. Oh, Leid, ey, wann ich Puls. Hat mich das doch gerade aufgeregt, die Stelle. Aber ist ja gerade eigentlich schon mal alles gut gegangen dann. Sinn, du machst das schon richtig. Mit Kraft aus dem Herzen. Jo, nö, das ist jetzt alles nur mal gut von ihrer Seite aus. Die ist ja auch, wenn einer von ihren Kollegen abgeschossen gibt, guckt sie sich auch nur rum und sagt, oh, wer könnte der Verräter sein, anstatt hinterher zu rennen. Ach, jetzt habe ich die Kackmedaillen doch nicht dabei. Oh, nochmal retour. Gott sei Dank ist da auch eine Kiste. Nee, nee, wie gesagt. Nochmal Rückwärtsgang inlehnen. Da steht der Barry und freut sich. Oh, jetzt kommen wir ohne ins Laboratorium. Da haben wir es ja bald. Aber das mit den Medaillen haben wir jetzt schnell. Muss halt noch. Aber irgendwo muss doch die Kiste sein und dann geht das. Aber ich hätte früher dran denken müssen. Ich habe gar nicht mehr dran gedacht. Boah, Alter, brutal. Das ist aber wirklich gerade einen Kilometer weiter Wandermarsch. Dann können wir aber gerade uns komplett umrüsten, weil Pistole und so brauchen wir nicht. Magnum, Alter, haben wir Zeug. Ich kann hier eigentlich komplett durchrushen jetzt.
Müssen wir noch Schrotflinten, Gewehrmunition haben, wissen da was? Fuck off, wir ballern jetzt alles drauf, was wir haben. Nix mehr sparsam. Ohne kommen jetzt noch ein, zwei Zombies. Oder? So viel Zeit kommt ja doch gar nicht mehr. Aber was ist mir noch an? Ja, noch Granatenwerfer, Brandsitzmunition. Obwohl, da kommen noch die komischen Affenviecher, die von der Wand runterhängen. Nee, die mag ich nicht so. Also doch noch ein bisschen. Wo sind denn die? Gut, jetzt haben wir's. Zweimal Heilung dabei, warum war nicht zweimal Heilung dabei? Machen wir mal einmal da weg. Alter, brutal! Immer wieder erstaunlich, wie viel Zeit da hängen geblieben ist noch von meinem ganzen Equip. Selbstverteidigungswaffe setzt beim Tyrant ein. Auf die Idee bin ich noch. Geht das? Was macht der dann? Ich hau den Tyrant immer mit ein paar Magnum-Schüssen direkt weg. Also deswegen. Dem gebe ich eigentlich immer kaum so die Gelegenheit dazu, an mich ranzukommen. Mit seiner riesen Kralle. Nee, Chris befreien wir auf jeden Fall. Wenn wir jetzt schon Barry überleben und Glas haben, dann befreien wir Chris auch auf jeden Fall. Ja, ein Schuss mit Barry seiner Magnum reicht, glaube ich, aus. Die ist stärker wie die Magnum, die eigentliche, wo wir haben. Die, wo ich jetzt nicht dabei habe. Aber für den Tyrant, ich glaube, ein oder zwei Schuss und dann liegt das Ding. Hatte mal Cheat benutzt mit unendlicher Munition, mit der Magnum. Da kann man dann durchwaschen. Dann braucht man ja gar kein Problem mehr. So, jetzt haben wir mal da die Sachen drin. Einmal der Wolf. Und einmal den Adler. Und dann kommen wir runter ins Labor. Magnum von Barry fand ich nicht so gut. Ich glaube doch, die war die stärkste im Spiel. Sicher. Kann mich natürlich auch irren jetzt. Ist alles mein Resident Evil-Riech ist schon ein bisschen eingerostet. Ich habe halt einfach nur gerade mal Bock auf den ersten Teil gehabt, weil jetzt bald der dritte rauskommt. Ach, die Selbstverteidigungswaffe. Jetzt weiß ich, was der Mensch. So, und jetzt sind wir bei einer richtig geilen Stelle, dass man nur noch kennt, wenn man mal früher die alten Dinger gespielt hat. CD wechseln. CD 2. Da kennen das noch. Immer schön. Wo man die Discs noch drin hat. Oh, da ist mein Zelda drin. Ah, da ist das. So, Homie, ich glaube, das jetzt alles gut. Ich wechsle mal gerade schnell die CD. Ah, die GameCube-Version. Ja, steht jetzt so drunter und am Stream. Gute Alde. So, Leute, wissen wir was? Ich muss ganz kurz auf Toilette. Ich habe jetzt schon die ganze Zeit. Ich gehe kurz auf Toilette, hol mir noch ein Kühlgetränk. Ich hoffe, ihr seid in 2-3 Minuten noch da. In der Zeit, wo habe ich? Hau ich mal kurz den Pausenbutton drin. Geht direkt gleich weiter, Freunde.